Kameramann aus Straßburg in Frankreich. Wir sehen die rote Ecke. Boniface hat etwas Reichweitenvorteile gegen Imran. High-Kick-Versuch direkt zum Start der Runde. Und mit einem Low-Kick hinterher. Der nächste harte Kick von Boniface. Imran muss die Distanz überbrücken, wenn er treffen will, einfach weil er deutlich kleiner ist. Das heißt, er muss Tyson-artig sich reinbewegen, an den langen Gliedmaßen von Koja vorbeikommen, um dann selbst seine Aktion zu setzen. Und eben für Koja genau das Gegenteil. Er will versuchen, die Distanz lang zu halten. Dann wird er nicht getroffen. Seine eigenen Techniken von außen anbringen, um möglichst wenig Treffer zu kassieren. Jetzt hat Imran ihn am Käfig gestellt, sucht sich den Clinch. Und hat hier Over-Under-Position, also eine Hand wieder unter dem Arm des Gegners durch, die andere Hand über dem Arm des Gegners. Somit ist es eine relativ ausgeglichene Situation. Allerdings schnappt er sich jetzt hier das Bein und bringt seinen Gegner mit einer Drehbewegung weg vom Käfig und dann auf die Matte. Landet direkt in der Side-Control und kann von hier jetzt anfangen, entweder in die Mount zu passieren, das heißt, sein Bein über den Bauch seines Gegners zu schieben oder von dort Ground and Pound anzubringen. Und Koja muss versuchen, die Hüfte rauszuschieben, so wie er es jetzt gerade macht, weg vom Gegner und dann, sobald genug Platz da ist, sein Knie zwischen sich und den Gegner bringen. Und das Knie, das er jetzt erhoben hat, das kann er dann, wenn er seinen Hintern zur Seite rausschiebt, rausschrimpt in Fachsprache, zwischen sich und den Gegner bringen und damit dann ein Frame, also einen Rahmen aufbauen, so wie er es jetzt gemacht hat, und seinen Gegner zurück in die Guard-Position holen. Bessere Position jetzt für Koja, weil er jetzt seinen Gegner mit den Beinen auf Abstand halten kann, plus ihn mit Submissions von unten bedrohen kann. Natürlich kann Imran auch immer noch von oben mit Ground and Pound Punkte sammeln und seinen Gegner treffen. Muss aber aus der Position einfach vorsichtiger vorgehen als aus der Side Control. Auch hier wieder, wenn Imran wirklich Schaden anrichten will, muss er seine Hände auf den Oberkörper des Gegners platzieren. Solange sie auf der Matte sind, fällt es dem Untermann relativ leicht, einfach die Arme zu umschlingen und damit Schläge zu unterbinden. Und zweitens sind dann auch Submission-Versuche gefährlicher, wenn die Hände auf der Matte sind. Also eine Grundregel, wenn man neu ist im MMA und von der Oberlage in der Guard-Position kämpft, immer versuchen, die Hände auf dem Oberarm des Gegners zu platzieren, Handfight zu starten, also die Hände des Gegners zu greifen und dann aus dieser Situation sich aufrichten und hartes Ground and Pound anbringen. Natürlich viel leichter gesagt als getan, aber im Moment muss ich ja nur drüber reden, statt es selbst zu tun, von daher kann ich es so einfach hier vertonen. Imran immer noch in der Open Guard jetzt, weil die Füße von Koja inzwischen geöffnet sind. Trifft ihn mit Ground and Pound. Und Koja scheint keine Antwort zu finden im Moment, um da unten aus der Position rauszukommen.
Die letzten 10 Sekunden der ersten Runde laufen. Und die erste Runde dürfte somit an Imran Karhaman gehen, der mehr oder weniger die ganze Runde aus der Oberlage am Boden kontrolliert hat. Zwar nicht wahnsinnig viel Schaden anrichten konnte, aber doch die dominantere Rolle gespielt hat. Boniface Koja hat gut angefangen im Stand, die schöneren Aktionen gehabt, aber sobald der Kampf auf den Boden ging, war Imran Karhaman am Drücker und hat wahrscheinlich so die Runde für sich gewonnen. Und Runde 2 in diesem Mittelgewichtskampf. Koja versucht wieder von außen mit seinen langen Kicks Imran zu treffen. High-Kick-Versuch, Imran duckt sich drunter durch. Schöne Aktion von beiden Kämpfern. Oh, Imran stürmt rein. Low Kick. Schöner Low Kick von Imran. Man sieht, dass Koja jetzt etwas vorsichtiger geworden ist, weil er nicht runtergenommen werden will. Keine Lust hat, die Runde wieder in der Unterlage zu verbringen und deshalb etwas zögerlicher ist mit seinen Schlägen. Imran nach wie vor mit seinen wilden, überfallartigen Angriffen. Schöner Low Kick von Koja. Und der nächste. Imran hat die Mitte. Koja muss zirkeln, um ihn rum sich bewegen. Wilder Schwinger. Beide Kämpfer wollen nicht zu viel Risiko gehen. Imran spart sich vielleicht seine Körner auf, um dann gegen Ende der Runde wieder seinen Gegner auf die Matte zu zwingen. Der nächste Low Kick von Boniface Koja. Und High Kick Versuch, aber auch der geht ins Leere. Wilde Schwinger von Koja und holt sich den Clinch und nimmt ihn direkt wieder runter. Imran meine ich natürlich. Imran mit dem Takedown. Hat ein Single Leg bei Koja sich geschnappt, ein Bein gegriffen und ihn wieder durch eine Drehbewegung runter auf die Matte geschraubt. Befindet sich wieder in der Guard-Position wie in der ersten Runde. Und es sind noch 1:35 zu kämpfen.
Der Referee fordert beide Kämpfer auf, mehr Action zu zeigen, sonst wird er sie wieder in den Stand zurückbeordern. Das heißt, in dem Fall muss Imran jetzt, wenn er hier in der Position bleiben will, Schläge anbringen und Ground and Pound setzen. Kurzer Ellbogen von Imran. Und für Koja gilt jetzt die Devise, er muss hier rauskommen, seine Beine öffnen, versuchen, eine Submission anzusetzen. Hier war ein kurzer Versuch eines Head-and-Arm-Jokes, also den Kopf und den Arm mit den eigenen Armen einklemmen und so einen Würger aufbauen, aber war nicht tief genug. Schöner Ellbogen von Imran. Und er kontrolliert ihn weiterhin gut von oben. Richtet nicht wahnsinnig viel Schaden an und deshalb sagt der Referee jetzt, okay, zurück in den Stand, ich will mehr Action sehen. Beide tauschen wieder Kicks aus. Die letzten 10 Sekunden laufen. Imran nochmal mit wilden Schwingern. Stürmt rein und damit ist der Kampf vorübergehend erstmal zu Ende. Mal schauen, ob es hier eine Entscheidungsrunde braucht. In meinen Augen nicht. Für mich steht es 2-0 für die blaue Ecke. Imran Karhaman. Aber vielleicht haben die Punktrichter es anders gesehen. Uns steht 1-1. Und es gibt noch eine weitere Runde. Yes, thank you so much. We have a split decision. Winner. Blue Corner, Imran Karhaman. Und das offizielle Ergebnis. Punktsieger durch Split Decision, die blaue Ecke, Imran Karhaman. Die Takedowns und das Ground and Pound haben gereicht, um dem Kampf den Stempel aufzudrücken und somit die Punkte.